bis zum Endkonsumenten. Das alles durchleuchtet, die ganze Kette durchleuchtet und geschaut, wo es Probleme geben könnte. Und dann versucht man mit dem Programm die Punkte dann zum Auflösen und zum Verbessern gehen. Ja. Und dann, wenn es da durchkommen, die Produkte, dann kriegen sie das Leben drauf. Ja. Das heißt, das Ganze, was dann rauskommt, ist ein Problemenlog oder ein Problemenschriftzug, der da in der wunderschönen grünen Wiese mit dem Dachstein im Hintergrund steht, was ja total toll passt, weil er hier auch Produkte aus der Region und so, Milch etc. Sind. Und darin werden wir halt lustige Sachen.